Der Bachelorstudiengang Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier ist ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit Schwerpunkt auf regenerativen Energiesystemen. Das heißt, wir beschäftigen uns im Rahmen des Studiums mit der Funktionsweise von Photovoltaikanlagen, Windanlagen, der Nutzung von Bioenergie, aber auch Fragestellungen zur Elektromobilität und zu Netzen. Damit bildet der Studiengang eine Schnittstelle zwischen den technischen, ökonomischen und ökologischen Themenstellungen dieser Zeit. Die Studiendauer beträgt 6 Semester. In den ersten 2 Semestern werden die Grundlagen in Mathematik, Physik und Betriebswirtschaftslehre vermittelt. Im Anschluss erfolgt der Einstieg in die regenerative und konventionelle Energietechnik sowie in weiterführende Themen der Wirtschaft und des Rechts. Der Beginn des Studiums ist sowohl zum Wintersemester, also im Oktober, und zum Sommersemester, das heißt im April, möglich. Der Abschluss des Studiums erfolgt im 6. Semester durch das Verfassen einer Bachelorarbeit. Diese kann sowohl an den Forschungsinstituten der Hochschule als auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen erfolgen. Die Betreuung übernehmen dabei die Professorinnen und Professoren der Hochschule. Die Themenstellungen umfassen dabei praxisorientierte Aufgaben aus dem Bereich der regenerativen Energietechnik. Der Abschluss erfolgt durch den Bachelor of Science. Was zeichnet den Studiengang Erneuerbare Energie nun aus? Wir verknüpfen die 3 Bereiche Technik, Wirtschaft und Recht und vermitteln praxisorientierte Inhalte. Nehmen wir ein typisches Beispiel aus der Industrie. Ein Produktionsunternehmen möchte die Energieeffizienz steigern. Hierzu müssen zunächst die technischen Möglichkeiten untersucht werden. Die einzelnen Maßnahmen müssen im nächsten Schritt betriebswirtschaftlich bewertet werden. Schließlich muss eine rechtliche Prüfung der Maßnahmen in Bezug auf geltende Gesetze und Regularien erfolgen. Erst die Gesamtbetrachtung aller 3 Bereiche schafft eine Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen für das Unternehmen. Das Studium vermittelt eben diese Inhalte, sodass Studierende in der Lage sind, selbstständig solche Aufgabenstellungen zu bearbeiten und zu lösen. Was ist das Besondere am Studiengang? Das Studium hat eine stark praxisorientierte Ausrichtung durch die Einbindung der Studierenden in laufende Forschungsprojekte am Umweltcampus sowie in Tätigkeiten in der Industrie durch Praktika und Projektarbeiten. Darüber hinaus können die Studierenden eigene Schwerpunkte im Studium setzen, indem unterschiedliche Vertiefungsrichtungen belegt werden. Weiterführende Informationen zum Studiengang und zum Umweltcampus sind auf unserer Internetseite zu finden unter www.umwelt-campus.de.